Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Dankeschön wieder mal fürs Einschalten und in diesem Video will ich mal ein paar Worte loswerden zum Thema Systemwechsel. Soll ich denn mein System wechseln auf ein anderes System oder eben nicht? Wenn ich Nikon-User bin, ist es nicht doch besser, wenn ich zu Sony gehe? Wenn ich Canon-User bin, ist es nicht doch besser, wenn ich zu Nikon gehe? Das sind Fragen, die sich viele schon von euch gestellt haben und ich habe mir das natürlich in meiner inzwischen 10-jährigen Fotografenlaufbahn natürlich auch schon oft gestellt. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich bin seit Anbeginn der Zeit schon immer ein Canon-User, bin das über die Jahre auch immer geblieben, aber habe natürlich oft überlegt, scheiße, ist das noch zeitgemäß, sollte ich nicht mal wechseln? Habe es bisher nie gemacht und was waren meine Gründe, warum ich es nie gemacht habe? Darum geht es eben nun in diesem kurzen Video. Warum bin ich überhaupt am Anfang meiner Fotografielaufbahn zu Canon gegangen und nicht zu Nikon oder Sony? Das hat nicht damit zu tun, dass ich irgendwie damals gedacht habe, Canon ist das beste System, was es auf der Welt gibt, sondern ich hatte schlicht und ergreifend überhaupt keine Ahnung von irgendwas, wollte aber einen Spiegelreflex haben, Mediamarkt-Prospekt aufgeklappt, bei Mama in der Zeitung, geguckt, ah, da ist eine drin, was ist das, Canon, ja, habe ich schon mal irgendwo gelesen, reingegangen, gekauft und losfotografiert. Also Grünschnabel, keine Ahnung, einfach mal gemacht. Am Ende des Tages war das dann eine 550D von Canon, die ich auch ein paar Jahre benutzt habe. Irgendwann ist mir die im Urlaub geklaut worden, da war die Frage, was hole ich mir als nächstes? Ein Kollege von mir hatte eine 70D, ich kannte das Canon-System schon, habe eben auch die 70D gekauft. Mit der habe ich ganz gute Bilder gemacht. Irgendwann hatte ich das Bedürfnis nach einer Vollformatkamera, da kam eine 6D obendrauf. Und das war dann so ungefähr die Zeit, wo das spiegellose Segment gerade im Bereich bei Sony richtig Fahrt aufgenommen hat. Bei Canon gab es die Spiegelreflexkameras und Sony hatte damals, da kam die A7 II war schon draußen, da kam die A7 III, später kam die A7 IV und das waren ja schon richtig gute spiegellose Kameras, eben mit dem ganzen Pipapo, mit digitalem Sucher und so weiter und so fort. Und wenn du die mal in die Hand nimmst und nur Spiegelreflex kennst, denkst du schon irgendwie, okay, das ist schon nice. Ich glaube, ich habe den Zeitgeist verpennt. Ich glaube, auch Canon hat den Zeitgeist verpennt, habe ich damals gedacht, viele andere auch. Weil es eben einfach nicht gebacken gekommen ist. Weil sie es eben einfach nicht gebacken gekriegt haben, auch mal eine geile, spiegellose Kamera rauszubringen. Dann sitze ich wiederum an manch anderen Tagen irgendwie mit einem Fotografenfreund zusammen, der hat eine Nikon D500 und ich sitze da mit meiner 70D. Und eine D500 ist halt schon zwar eine APS-C-Kamera, 70D ja auch, aber halt schon nochmal ein Level geiler. Viel mehr Speed, geilere Bildqualität und du denkst schon irgendwie, scheiße, sollte ich vielleicht doch zu Nikon gehen? Oder was mache ich jetzt? Dann sitze ich mit meiner 6D neben einem anderen Kumpel, der einen D850 von Nikon hat. Und ich denke, verdammt, der D850 ist auch eine Vollformatkamera, aber hat viel mehr Speed, viel mehr FPS, bessere Bildqualität, besseres ISO-Rauschen. Der hat 45 verdammte Megapixel drin und kann richtig krass reincroppen. Scheiße, ich habe was falsch gemacht. Canon hat in dem Range aktuell nichts. Ich glaube, ich musste auch zu Nikon wechseln. Sony, Nikon, Canon, wechsle ich alles, wechsle ich nicht. Am Ende des Tages bin ich bei Canon geblieben und habe eben quasi die Unwägbarkeiten einfach in Kauf genommen, die das System eben hat. Der Grund, warum ich wirklich nie gewechselt bin, ist einfach, weil es für mich eine zu große Investition gewesen wäre. Ich habe mir ja über die Jahre verschiedene Objektive angeschafft. Die hätte ich alle verkaufen müssen und mir neue Sony respektive Nikon Objektive wieder kaufen müssen. Bei Canon ist ja der Vorteil, was bei Nikon auch so ist, dass das EF-System respektive das System von Nikon bei Spiegelreflexkameras schon durchaus einige Jahre alt ist. Es gibt schon eine Zeit lang, das heißt, es gibt einen großen Gebrauchtmarkt. Man muss also keine übertrieben hohen Summen mehr aufwenden, um adäquate Linsen auf dem Gebrauchtmarkt erwerben zu können. Bei Sony war das damals anders. Wenn ich zu Sony gewechselt hätte vor ein paar Jahren, das war ein recht neues Segment, das Spiegellose, und ich hätte eben viele gute Objektive gar nicht so gut auf dem Gebrauchtmarkt kriegen können, weil es die eben generell noch gar nicht so lange gab. Das heißt, der Gebrauchtmarkt, der war eben noch gar nicht da. Da hätte ich viel mehr Geld ausgeben müssen, um eben den ganzen Objektivfuhrpark komplett auf Sony umzumünzen. Und das war mir irgendwie immer so ein Dorn im Auge. Der zweite Punkt war, dass meine Frau auch fotografiert, auch auf Canon. Einige meiner Kollegen aus der unmittelbaren Nachbarschaft auch mit Canon fotografieren. Und da hat man natürlich verschiedene Kameras, verschiedene Objektive. Jeder hat irgendwie so ein bisschen was anderes. Und das ist natürlich nice, wenn man sich ab und zu mal einen 70-200 von dem leihen kann und einen 85mm von dem leihen kann und nicht alles selber braucht. Also auch das war so ein Grund, Objektiv-Sharing, wenn einer irgendwie aus der Canon-Familie ausgebrochen wäre, ein anderes System gehabt hätte, wäre eben für beide Parteien diese Möglichkeit da schon mal gar nicht mehr da gewesen. Und im Endeffekt, jetzt habe ich eine R6
Und wenn Canon auch lange das spiegellose Segment so ein bisschen verpennt hat, inzwischen haben sie wieder aufgeholt und die anderen rennen wieder hinterher. Inzwischen gibt es eine R5, eine R6, eine R3, jetzt ganz neu auf dem APS-C-Segment auch eine R7. Und Canon hat plötzlich richtig gerockt und richtig geile spiegellose Kameras rausgebracht. Jetzt kommt Sony wieder hinterher, bringt eine A1 raus, auch eine mega geile Kamera. Kostet Schweinegeld, ist aber auch gut. Nikon ist vor ein paar Jahren auch nachgezogen. Da kam eine Z6, eine Z7, das waren die Anfängermodelle. Da kam eine Z6 II, eine Z7 II. Jetzt ist die Z9 da. Auch eine richtig geile Flaggschiffkamera. Auf einem Level mit einer Canon R3 oder einer Sony A1. Jetzt kann ich wieder überlegen, okay, was ist besser? Bleibe ich bei Canon oder gehe ich doch wieder zu Sony? Hole ich mir doch nochmal die Kamera, die noch ein paar geilere Features hat. Leute, hört auf damit. Bleibt eurem System treu und wechselt wirklich nur, wenn es untragbar ist und euer System in euren Augen so schlecht ist und das andere so krass, brutal viele Vorteile hat, dass es sich wirklich lohnt. Weil dieses Spiel, wer hat die bessere Kamera, das ist ja kein Spiel, das irgendwann einer gewinnt, weil die Entwicklung hört ja nicht auf. Ja? Erst ist Sony gut auf spiegellos, dann zieht Nikon nach und kommt so auf das gleiche Level. Dann kommt Canon, macht lange nichts. Und die werden immer besser. Und dann kommt Canon mit der R5, überholt alle und setzt sich an die Spitze. Und alle, die von Canon auf Sony gewechselt sind, beißen sich in den Arsch und denken, scheiße, wäre ich doch bei Canon geblieben. In ein paar Jahren ist vielleicht wieder andersrum. Ja? Es ist ja wie Nike und Adidas. Mal bringen die einen die cooleren Schuhe raus, dann vielleicht wieder die anderen. Es ist wie Mac und Windows. Ich habe jahrelang auf beidem gearbeitet, inzwischen nur noch auf Mac. Auch wenn Mac einige Fehlerchen oder Unwägbarkeiten drin hat, die mir auf den Sack gehen. Warum gibt es kein STRGX auf einem Mac Finder? Warum ist der Windows Explorer viel benutzerfreundlicher in meinen Augen als der Mac Finder? Ich bin trotzdem auf Mac geblieben. Warum? Weil mich das System generell überzeugt und weil ich sage, okay, die Fehler, die jetzt vielleicht auf einem Windows-System irgendwie besser wären, die sind nicht so signifikant, dass ich komplett wieder den Switch auf Windows machen würde, weil mir insgesamt das Apple-System gut gefällt und weil ich davon ausgehe, dass es auch weiterhin ein gutes System bleiben wird. Sprich, es wird keinen Gewinner geben im Spiel, wer hat die bessere Kamera. Deswegen macht er nicht so viel Gedanken um, ich muss die allerbeste Technik haben und das noch, ey, rausgehen, Bilder machen. Mit einer 6D von Canon, die irgendwie schon 10, 12 Jahre alt ist inzwischen, kannst du heute immer noch geile Bilder machen. Es geht doch darum, dass der Fotograf die Bilder macht und nicht die Technik. Die ganze Technik ist natürlich auch wichtig und ich habe jetzt auch auf spiegellos abgegradet, gibt es auch ein extra Video, wo ich das nochmal extra erkläre hier auf dem Kanal, warum ich die R6 gekauft habe. Das ganze Handling ist natürlich viel nicer geworden. Und das war für mich ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich von Spiegelreflex auf spiegellos, weil es eben im Handling einfach viel cooler geworden ist. Das wäre bei Sony vielleicht auch so gewesen. Du siehst, es nimmt einfach kein Ende. Deswegen mein Fazit, wenn du ein System hast, bleib deinem System treu, außer es ist wirklich völlig untragbar für dich. Schau nicht die ganze Zeit irgendwelche Reviews von anderen Kameras, weil wenn du die Kameras eh nicht kaufen willst, was bringt dir das? Was bringt es mir, wenn ich mir jetzt ein 30 Minuten Review über eine Nikon Z9 angucke? Dann denke ich vielleicht am Schluss, okay, die Kamera ist gut, aber ich weiß jetzt schon, ich werde mir diese Kamera niemals kaufen. Nicht, weil ich sie nicht gut finde, sondern weil ich auf dem Canon-System bin und nicht wechseln werde. Also, Systemwechsel kam für mich bisher nie in Frage. Im Endeffekt bin ich damit doch gut gefahren. Ich habe ein paar Jahre lang gedacht, Mist, die spiegellose Entwicklung rennt an mir vorbei. Ich muss zu Sony, aber inzwischen hat es Canon wieder aufgeholt. In ein paar Jahren holt jemand anders vielleicht wieder auf. Dann holt der andere wieder nach. Es hört einfach nie auf. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber. Bleib deinem System treu und schreib mir gerne unten in die Kommentare unter diesem Video deine Gedanken dazu. Hast du vielleicht schon mal ein System gewechselt oder auch nicht? Würde mich interessieren, das war jetzt einfach nur mal kurz gebrainstormt für euch, weil eben viele mich auch anschreiben und fragen, ey, soll ich irgendwie die kaufen, soll ich die kaufen? Das ist gar nicht so wichtig. Entscheide dich für ein System und dann bleib bei deiner Entscheidung, bleib dir treu und solange die Firma nicht irgendwie komplett bankrott geht und überhaupt keine Kameras mehr produziert, wirst du mit den großen, namhaften Herstellern Sony, Nikon und Canon, das dürften die Platzhirsche in dem Bereich sein, bin ich überzeugt, über die nächsten Jahre nicht viel falsch machen. In diesem Sinne, peace out und ciao und bis zum nächsten Video.